Normalerweise habe ich mir diesen Jargon abgewöhnt, aber heute ist er, glaube ich, sehr treffend. Der Deutsche zahlt. Das ist der Eindruck, der sich in den letzten Wochen, Monaten und Jahren bei mir verfestigt hat. Und deutlicher kann man es nicht zum Ausdruck bringen. Wie wir jetzt aus bestätigten Presseinformationen wissen, steckt die Ukraine hinter dem Anschlag Nord Stream 2. Selenskyj war informiert. Jetzt sind auch Presseorgane nicht mehr umhergekommen, darüber zu berichten. Wir schauen uns zunächst einmal eine Veröffentlichung von Focus Online an, die an Klarheit nicht zu wünschen übrig lässt. Herzlich willkommen noch. Im Herbst 2022 wurden die Nord Stream Pipelines durch mehrere Explosionen schwer beschädigt. Jüngste Berichte des Wall Street Journal werfen ein neues Licht auf die Ereignisse. Der ukrainische Präsident Volodymyr Selenskyj war offenbar von Anfang an über die Pläne informiert. Ein ukrainischer Offizier, der an dem Komplott beteiligt war, berichtete, dass die Idee in einer durchzechten Nacht entstanden sei. Wenige Monate nach der russischen Invasion trafen sich ukrainische Militärs und Geschäftsleute und beschlossen, die Gaspipelines zu sprengen. Die Operation, an der 6 Personen beteiligt waren, kostete etwa 300.000 US-Dollar und wurde privat finanziert. Brisant ist, dass Selenskyj den ursprünglichen Plan zunächst genehmigte. Doch nachdem die CIA, der amerikanische Geheimdienst, ihn davor warnte, änderte er seine Meinung. Er befahl dem Generalstabschef Valery Saluschny, die Operation zu stoppen. Saluschny ignorierte jedoch diesen Befehl und passte den Plan an. Geleitet wurde die Mission von Roman Tscherwinski, einem ehemaligen Geheimdienstoffizier. Selenskyj war informiert, gab jedoch nahe den Befehl, dass dieser Anschlag nicht stattfinden soll. Wer glaubt denn das noch? Ihr? Also ich nicht. Der CIA hat gewarnt. Ja gut, das ist für mich eine sehr gute Inszenierung. Und das Schlimme ist, die Regierung wusste Bescheid. Unsere Regierung wusste Bescheid. Und für mich ist das Landesverrat. Für mich gehört Scholz und Konsorten, ihr gehört vor ein Tribunal. Denn was ihr macht, ihr verratet euer Land. Dass ihr nicht für uns regiert, nicht zum Wohle des deutschen Volkes, das haben wir schon lange gemerkt. Unter Zuhilfenahme dieser ganzen, ich weiß gar nicht, welchen Ausdruck ich für diese Medien, öffentlich-rechtlich und das ganze schreibende Zunft noch haben soll. Aber dass ihr noch dafür sorgt, dass unser Land verraten wird nach außen, das hat schon eine Qualität, das ist schon stark. Und wir kommen gleich noch dazu, unser Freund der Amerikaner, der CIA, wenn du die ganzen Geheimdienste und die ganzen Großmächte in einen Sack steckst und haust drauf, triffst du nie einen Verkehrten. Und der Deutsche, Hauptsache er zahlt und was? So schaut's aus. Das ist nicht vulgär, sondern das ist leider eine Tatsache. Jetzt können wir hier annehmen, dass die Situation dazu beigetragen hat, dass die Bundesregierung sagt, oh, die Milliardenhilfen, wir haben immerhin 1,1 Millionen Ukrainer, die sofort bei uns im Sozialsystem sind, die Wohnungen haben wollen, die medizinische Leistung beanspruchen, Militärausgaben, Militärhilfen mit Milliardenhöhe. Aber wie gesagt, der Deutsche, Hauptsache, richtig, er zahlt und... Das heißt also, wir müssten jetzt annehmen, die Bundesregierung sagt, jetzt ist Sense, ihr sorgt dafür, dass unsere Energieversorgung gefährdet ist, dass die Preise nicht mehr zu zahlen sind, dass die Industrie abwandert. Mitnichten, hört mal hin. Der Sabotageakt an den Nord Stream Pipelines in der Ostsee vor bald 2 Jahren ist immer noch nicht aufgeklärt. Bis heute sind Täter und das konkrete Motiv unbekannt. Nun hat die polnische Justiz einen europäischen Haftbefehl gegen einen verdächtigen Ukrainer bestätigt. Das ändere, so ein Regierungssprecher, nichts an der Unterstützung Deutschlands für die Ukraine. Das Verfahren ist völlig unabhängig davon, dass wir die Ukraine, wie der Bundeskanzler immer wieder gesagt hat, so lange wie nötig in ihrem Verteidigungskampf gegen diesen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg Russlands unterstützen werden. Der stellvertretende Regierungssprecher Büchner, keine Veranlassung, dass die Bundesregierung hier von ihrem Kurs abweicht. Mit dieser Sendung und den vielen Sendungen, die wir bisher gemacht haben in diesen nun knapp 5 Jahren, es gehen jetzt 3.400 Sendungen,
Wollen wir eins bezwecken? Wir kämpfen gegen die Umerziehung und gegen das uniformierte Denken. Denn wir erleben das seit 2015. Die Bedenken, die wir hatten, was die Flüchtlingsströme angeht, die haben sich bestätigt. Die Innenstädte, die Kriminalstatistik sprechen hier Übriges. Corona, RKI-Files, wissenschaftliche Daten in dieser Form wurden beeinflusst durch die Politik. Ein Krieg, der nicht enden will. Und wir schwimmen gegen den Strom. Und gegen den Strom schwimmen bedeutet, dass wir das mit vollem Enthusiasmus, mit dem größtmöglichen Inhalts- und Wahrheitscharakter tun. Und das tun wir gerne, weil wir das Sprachrohr sind und weil wir wissen, die veröffentlichte Meinung ist nicht die öffentliche Meinung. Was wir brauchen, ist die Unterstützung. Denn das ist eine Initiative, das ist eine Marke geworden, Hallo Meinung. Wir senden täglich, wir brauchen eure Unterstützung. Und die Unterstützung ist halt dringend notwendig, denn entgegen öffentlich-rechtlichen Zeitungsverlagen und anderen, die hier ständig durch Zwangsabgaben oder wenn du eine Zeitung erwirbst, musst du sie erwerben, sagen wir, wer uns schaut, dem bleibt es selbst überlassen. Diejenigen, die uns unterstützen, da sagen wir recht herzlichen Dank, denn ohne die Menschen könnten wir das nicht machen. Und die, die es noch nicht tun, wäre es schön, wenn ihr mal überlegen würdet und sagen, steckt eine Menge Arbeit dahinter, es lohnt sich, Hallo Meinung und das Team zu unterstützen. Danke und viel Spaß beim Weiterschauen. Ich frage mich jetzt, wer wählt denn noch diese Leute? Und dann nehme ich die CDU/CSU nicht aus. Dann nehme ich auch nicht die Freien Wähler aus. Denn es sind alles Kriegstreiber und diejenigen, die uns das Geld aus der Tasche ziehen, die uns arbeiten lassen, die schauen, wo können wir noch irgendwelche Steuern herziehen, eventuell mal einen Lastenausgleich. Und das sind alles Dinge. Wer diese Parteien, ich wiederhole es nochmal, SPD, CDU/CSU, Grüne, Freie Wähler, wen habe ich denn vergessen? FDP, SPD, Freie Wähler, wer die wählt, also die Ampel, CDU, CSU und Freie Wähler, der macht sich mitschuldig, dass dieses Land, was einst wirklich blühend dastand, kaputt gemacht wird. Und ich spreche jetzt nicht bloß bei Nord Stream 2 von Sabotage, sondern ich spreche hier muss ein Plan dahinter stecken, denn so blöd kann niemand sein, dieses Spiel mitzumachen. Aber jetzt sind diejenigen gefragt, die in eurer Umgebung sind und nicht sagen, Zahlen und Fresse halten. Nein, jetzt kommt endlich raus, hebt den Hintern hoch und sagt, du pass auf, Freund, merkst du nicht, was los ist? Deine Arbeitsplätze, ThyssenKrupp Steel, die Autoindustrie und. Es geht doch alles kaputt. Die Kaufkraft, die Innenstädte. Wir haben Probleme von A bis Z. Das Einzige, was wir hören, Kampf gegen rechts. Ich würde lieber sagen, Kampf gegen die Dämlichkeit, den wir leider Gottes in der Politik täglich begegnen und auch in den Veröffentlichungen. Aber wie gesagt, die Bundesregierung sieht keinen Anlass, hier etwas zu verändern. Wenn wir uns jetzt dann mal Veröffentlichungen anschauen, dann wissen wir auch, warum Polen überhaupt kein Interesse hat, hier entsprechend diesen internationalen Haftbefehl nachzukommen. Polen fordert, das war im November 21, ein Ende für die Pipeline Nord Stream 2. Das sind die ureigensten Interessen der Polen. Polen vereinigt gegen Pipeline. Das sind alles aus gängigen Veröffentlichungen. Polen blockierte offensichtlich die Nord Stream 2-Ermittlungen. Die Osteuropäer setzen ihre eigenen Interessen ein. Das heißt also völlig klar, dass sie sagen, wir sind gegen Nord Stream 2. Dass wir auf Ballhöhe kommen. Jawohl. Jetzt haben wir ja durch die Sanktionen erleben wir ja eine Energieverknappung. Wir haben einen Wirtschaftsminister, der Gutachten nicht beachtet, seiner Experten, die Expertise, die ganz klar gesagt haben, Atomkraft sollten wir beibehalten. Das interessiert ihn nicht, der ist weiter im Amt. Wir haben eine Innenministerin, die versucht alles, die Pressefreiheit abzuschaffen. Die sind sowas von abgebrüht. Die sind so abgebrüht, dass denen völlig wurscht. Da setzt sie eine Faeser hin. Das war ja nur die erste Instanz. Die leben von unserer Kohle. Aber warum? Weil wir es zulassen. Menschenskinder, es muss Schluss sein. Aber ich komme zurück zu den Amis. Das heißt also, unsere Freunde verkaufen uns das LNG,
Natürlich ist das sehr klimafreundlich alles, wenn es mit den Tankern rüberkommt. Übrigens, der größte Investor beim Springer Verlag ist KKR. Und die haben gleichzeitig russische Öltanker refinanziert und die liefern das Öl von Russland nach Indien. Nachdenken? Tut ihr. Jetzt ist es so, dass wir sagen, diese Aktionen treffen uns ja hart. Wisst ihr, wer massenhaft Uran abkauft von Russland? Ich sag's euch. 2024. USA kaufen massenhaft russisches Uran. Kannst du das noch begreifen? Das heißt also, Sanktionen, Deutschland, okay, Industrie geht bergab, Mittelstand geht bergab, die Leute wissen nicht mehr, wie sie ihre Rechnungen bezahlen sollen, Autoindustrie ist kaputt, aber USA kaufen massenhaft Uran, trotz Sanktionen. Also sind unsere Freunde, hatte ich ja vergessen, Entschuldigung, dann können die das ja machen. Dann ist das ja in Ordnung. Und dann haben wir einen Kanzler, der nicht für uns da ist. Hat am 11.06. tatsächlich, als Zelensky in Berlin gesagt hat, bauen Ukraine wieder auf, stärker, freier und wohlhabender. Wählt ihr die noch? Oder wenn ihr jemanden kennt, der diese Parteien, wie aufgezählt, einschließlich Opposition, CDU, CSU, ich nehme die AfD bewusst raus, wählt, der macht sich mitschuldig am Ruin dieses Landes. Nun merken wir, Selenskyj und die Ukraine stecken hinterm Anschlag. Es war auch ein Angriff aus Deutschlands Versorgungssicherheit. Scholz und Co. waren informiert und haben sich für mein Dafürhalten des Landesverrats schuldig gemacht. Wie kann es sein, dass diese Regierung zulässt, dass unser Land auf diese Art und Weise in der Energieversorgung angegriffen wird? Wie kann es sein, dass wir danach Milliarden an Geldern locker machen, die von uns erwirtschaftet werden, von uns Steuerzahlern, um der Ukraine Waffen zu liefern? Waffen schaffen wir übrigens Frieden, das ist ganz neu. Scholz und seine Regierung, einschließlich CDU, CSU und Freie Wähler, vertreten eines, aber nicht mehr unsere Interessen. Liebe Freunde, ich wollte normalerweise mich noch ein bisschen schonen wegen der Stimme, aber diese Sendung ist notwendig. Denkt bitte nach. Und meine Freunde in Ostdeutschland, geht zur Wahl, trefft die richtige Entscheidung, und zwar für die Partei, die für die ganzen Zustände im Land keine Verantwortung trägt, sondern die immer davor gewarnt hat, um zu sagen, Moment, wir wollen Frieden, wir müssen mit der Integration schauen, wir kommen da nicht mehr zurecht, es gehen Arbeitsplätze verloren und, und. Und ich mache den Medien, ich mache den Gewerkschaften und den Vorständen großer Firmen, mache ich Riesenvorwürfe, weil ihr habt dieses Spiel mitgemacht. Aber wisst ihr warum? Eigentlich Gewerkschaften und große Firmen, euch sind doch die Mitarbeiter scheißegal. ThyssenKrupp-Stil ist jetzt so, mal nach außen hin ein bisschen publizieren. Und ob ich einen Wüst nehme, ob ich einen Söder nehme, alle wie sie heißen, das sind alles Opportunisten und das sind eiskalte Politiker, allglatt. Die sind so lange gut vor der Wahl, bis sie ihre Stimme haben, aber ansonsten für das Volk, für uns, nein. Und dann müssen wir einfach mal was Neues probieren. Schön, dass ihr dabei seid. Danke, dass ihr uns unterstützt. Das brauchen wir. Denn glaubt uns, wir haben sehr viel Gegenwind. Aber das Gegenwind macht uns Spaß, desto mehr Flughöhe erreichen wir. Ich bedanke mich recht herzlich im Namen des Teams. Wünsche euch eine gute Zeit und teilt dieses Format so oft wie möglich und lasst euch mal diese Information durch den Kopf gehen. Danke.